Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Federations mit der Maschinenwelt. Ihr würdet mehr sehen und mal zu, wenn es vielleicht auch passend, dann abonniert meinen Kanal. Gut, gleich mal Gas geben. Technologie 4 Monate, beide fertig. Und wir haben hier einen Sonnensegler im Orbit um Asike 3 haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde, höchstwahrscheinlich einem Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurde einige interessantere Entscheidungen getroffen. Ein interessanter, wenn auch primitiver Schiffsentwurf. So, zwei. System survey complete. Technological acquisition successful. Gut, was ist es? Der Zerstörer. Und wir nehmen mit. Korvette nicht. Brauche ich auch nicht. Und die Panzerungen. So. Dann kannst du ja mal. Schau mal hier unten rum. Hast noch ein Weilchen. Du. 1, 2, 3, 4, 5. Schlag mich tot. Ich glaube, da oben bist du besser aufgehoben. Technological acquisition successful. So, du bist fertig. So, was haben wir hier? Aus Credits, ach, das Verwaltungslimit, Flottenkapazität, Verwaltungslimit 5%. Komm, wir gehen hier rauf. Anomalous surface variable detected. Nehmen das Limit mit. Eine arktische Welt. Anomalous surface variable detected. Ah, ist das Kolonieschiff für oben? Der entfaltet sich gerade. Eine Lightshow. Wissenschaftsoffizier Sofant CT8 berichtet, dass die leuchtenden Wellen, die über das den Ashike 5 bedeckten Eisströmen einen Alien-Hintergrund haben. Von einer lang zurückliegenden Schlacht ist das weit verstreute Wrack eines Alienjägers auf dem gefrorenen Planeten übrig geblieben. Und nur der freigelegte Kern seiner Hauptbewaffnung ist noch intakt. Anscheinend hat diese Alienrasse Laser benutzt, die etwas fortschrittlicher als die sind, die derzeit in den mechasurischen Flotten zum Einsatz kommen. Das summende Innenleben der Laser schickt regelmäßig schwache Laserstöße ins Eis von Ashike 5a. Das raue Klima des Planeten verhindert, dass die Laser das Eis schmelzen, weshalb die frostige Matrix wie ein brillantes Prisma wirkt. Diese Technik können wir brauchen. Die haben wir doch jetzt umsonst bekommen. Technological acquisition successful. Blaue Laser. Die blauen Laser müssten wir jetzt eigentlich geschenkt bekommen haben. So, den ballern wir mal hoch. Und und. Nehmen wir die Gießerei mit. Ja.
Jawohl. Passt. Oh, du bist fertig. Sehr, sehr gut. Dann komm mal hier hoch. Komm hier hin, Planet kolonisieren. Yes. ...42 Jahre und 3 Tage. Oh, die Bombe. Eine genaue Untersuchung des Trümmerfelds rund um Kaso 9 hat zur Entdeckung einer luftdichten Kapsel geführt, die eine Atomuhr enthält, die Zeit mit einer BIOS beispiellosen Präzision misst. Sie hat eine Messunsicherheit, die so niedrig ist, dass es weitere 879 Millionen Jahre dauern würde, bevor sie eine einzige Sekunde erreicht. Außerdem scheint sie auf ein Datum von 42 Jahre und 3 Tage herunterzuzählen. Die Kapsel enthält kleine Hinweise darauf, was dieses Datum bedeutet oder wer es hinterlassen hat. Es scheint aber, als ob jemand da draußen die Zeit vergessen hat. Im Auge behalten, tick tick tack, es ist eine Bombe, zerstören. Manipuliert. Ha, wir tun mal im Auge behalten. Schauen mal, was das Tick-Tick-Tack macht. Anomalous surface variable detected. So, dann kannst du mit hier rüberkommen. Was mit dir? Ach so, fliegt doch. Gut, dann passt das ja wenigstens. Wo bist du? Da. Sehr gut. Machen wir gleich mal weiter. Fremdartige Strahlung. Dieses besondere Asteroid ist extrasolaren Ursprungs. Während seines Flugs durch den interstellaren Raum wurde er anscheinend von einer fremdartigen Strahlung umspült, bevor er schließlich im Aschik-System zur Ruhe kam. Der Ursprung dieser Strahlung blieb zwar unbekannt, aber die Data Researcher 4 konnte durch die Untersuchung der Energieemission des Asteroiden zahlreiche physikalische Daten erfassen. Nice. Technology. 9 Monate. Das sind die Construction complete. Durch. So, dann bauen wir hier den Bergbau. Forschung. Hier. Und dann kannst du hier reingehen. Special Project complete. Ehemalige Bull-Koloniestelle. Unsere Forscher waren begeistert, als sie den Standort der dritten Bull-Kolonie entdeckten und diese einem Planeten entspricht, der noch immer eine Atmosphäre und Leben besitzt. Obwohl Tessilum Prime nicht sonderlich üppig oder bemerkenswert ressourcenreich scheint, sind unsere Wissenschaftler bestrebt, eine gezielte Ausgrabung durchzuführen, um nach den Resten der Bull oder der Gruner zu suchen. Wunderbar. Ist endlich wieder eine dazugekommen? Wo? Da. Oh. Wow. Was machst du? Städte ausgraben. Ah, den will ich kolonisieren. Okay. Dann probieren wir es doch mal. Technologie 6 Monate. Flottenmanager. Hier holen wir die Verstärkung drauf. Uninteressant. System Survey complete. Gut, du bist fertig. Dann kannst du danach hier die Base bauen. Construction complete. Top.
Läuft doch. Zwei Monate, noch besser. Sehr, sehr gut. So, wie stehen wir hier? Ebenbürtig. Dem sind wir unterlegen. Oh, was haben wir hier? Die Kontinentale. Technological acquisition successful. So, die Panzerungen sind fertig. Weltraumtorpedos. Oh. Nehmen wir. Schiffsdesigner. Tausch mal. Bup. Passt. Speichern. Hier. Tausch mal. Pau. Bup. 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 Speichern. Yes. Gespeichert, gespeichert, gespeichert. Kommst du die noch? Bup, bup, bup. Yes. Top. Dann können wir. Jawohl. System Survey complete. Ui, 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 ui. Hier hin. Bauen. Ui, 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 ui. Kontinentale. Was haben wir hier? Eingehende Übertragung. Stagniten. Wo sind sie denn? Oh. Was seid ihr? Oh. 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 Reich im Niedergang. Witzig. Aber ein gefallenes Reich. Oh. Ei, 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 ei. Ganz, ganz schlecht. Ui, 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 ui. Planetary Surface Settlement established. Sehr gut. Construction complete. Jawohl, so machen wir das. So, hast du noch viele? Einen dann noch. System Survey complete. Jawohl. Danach. Jetzt bauen wir erstmal fertig. Anomalous surface variable detected. So, ihr tut uns beschimpfen. So machen wir das. Und Ship Augmentations completed. Top. Wir bauen dann nochmal ein Colony Schiff. Markt. Pow. System Survey complete. Schiffswerft. Kolonie. Yes. Passt.
Priority alert. Malignant forces are moving against us. Okay. System survey complete. Was seid ihr? Gleich mal fix nach oben. Construction complete. Ihr auch noch. Das ist richtig schlecht. Ihr seid es, okay. Kontakt hergestellt. So. Besan. Oh nein. Bin ich tatsächlich im Krieg, ey. Ei. Planet in Aufruhr. Die gesamte geologische Struktur von Kommagen ist 2 ist tatsächlich im Wandel begriffen. Wissenschaftsoffizier Suffant V12 versichert uns, dieser tektonische Prozess sei so faszinierend wie esoterisch. Viel interessanter für die Modell 19 Kernel ist aber, dass wir in der Lage sein können, die unaufhörliche, chaotische Selbsttransformation des Planeten strategisch aufzuhalten. Kurz gesagt, der Planet fast augenblicklich zu stabilisieren, um ihn etwas bewohnbarer zu machen, wenn auch nicht ganz, ist theoretisch möglich. Suffant V12 vermutete, dass für die gründliche Zuordnung der planetaren Aktivität und die Bewertung eines in seinen Worten chirurgischen Terraforming-Schlags zusätzlich 200 Energy Credits benötigt werden. Da uns tatsächliches Terraforming derzeit noch hoch ist, stellt dies eine aufregende Gelegenheit dar. Machen wir doch. Probieren wir. Taktisches Terraforming. Wissenschaftsoffizier Suffant V12 berichtet, dass das Terraforming von Kramigon 2 tatsächlich möglich ist. Man erwartet, dass sich bald ein enges Zeitfenster öffnen wird, da der Planet nun eine besondere instabile Phase seines Zyklus kommt, die ein paar Monate andauern wird. Suffant V12 ist der Ansicht, dass wir über Miniatursprengladungen in der Kruste des Planeten und die strategische Verstrahlung der Atmosphäre während dieser Zeit die turbulenten Veränderungen von Kommagion 2 stoppen können und ihn dadurch so weit stabilisieren, dass Leben dort besser möglich ist. Ein diesbezügliches Spezialprojekt wurde bereits ausgegeben, aber uns bleibt nicht viel Zeit. Situation log adjusted. So, wo denn? Hier. Ah, okay. So. Ist am Verbessern. Du bleibst hier. Du kannst hier vor. Ich habe hier unten niemanden. Special Project complete. Terraforming erfolgreich. Sehr gut. So, du bist hier und der andere da. Anomalous Surface Variable detected. Jawohl. Gut.
So, dann starten wir mal. Alert. Hostile fleet assets detected. Wo ist er denn? Ah, hier oben auch noch. Oh, der hat auch noch zwei. Boah. Ist der wahnsinnig. Alert. Hostile fleet assets detected. Alert. Station engaged. So, jetzt wollen sie es wissen, oder wie? Aber sowas von. Okay, das ist schlecht. Stille. Verminderte Kapazitäten. Die Ausgrabungen auf Tissilim Prime hat eine Reihe von Fossilien freigelegt, die eindeutig mit den Boal zusammenhängen. Seltsamerweise scheinen diese Exemplare jedoch weniger neurologische Organe zu besitzen, die für eine Kommunikation in der Subraum-Ephase notwendig wären, also die Fähigkeit, neurologisch über große Entfernung zu kommunizieren. Eine Fähigkeit, die nur für Schwammbewusstsein bekannt ist. Welche Ursache diese Evolution ausgelöst haben könnte, ist noch nicht bekannt, obwohl es nachlässig wäre, dies nicht mit der Invasion der Grunor zu verbinden. Weitere Untersuchungen sind gerechtfertigt. Natürlich. So, aber wir haben jetzt Pech ohne Ende. Richtig, richtig Pech. Denn ich habe mein Flottenlimit natürlich. Und ich kann keine mehr bauen. Das ist richtig, richtig blöd. Vielleicht hätte ich auch früher einfach die Hafen ausbauen sollen an den Grenzen. Wahrscheinlich sinnvoller gewesen und vielleicht hier unten den Punkt einfach nur zu ballern. Oh. Das mache ich gleich mal. Punkt hier unten. Oh, da ist der Planet. Eine aride Welt. Gut. Oi. Das kann was werden. Erstmal hier runterfliegen. Oder besser gesagt, hier hin. Gut, du bleibst erstmal da, wo du bist. Der Rest wird sich ergeben. Am Kolonisieren sein, das kannst du auch machen. Er springt dann eh weg. Das passt. Gut, dann war's das hier für die Folge. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.